Hallo meine Lieben, so heute beginnt der zweite Teil oder ich erkläre euch in diesem zweiten Teil, wie wünsche ich richtig, damit es auch klappt. So, ich glaube und ich hoffe, ihr seid schon gespannt, was jetzt also kommt. Im gestrigen Video habe ich euch erklärt, also dass die innere Stimme flüstert, dies schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, es klappt sowieso nicht und so weiter. So, nun geht's los. Zuerst musst du deine negative innere Stimme in eine positive verwandeln. Das, was dir zuwispert, es klappt sowieso nicht, das musst du jetzt verändern. Du musst dran glauben, ich wünsche und es klappt. Es ist natürlich nicht so einfach, das Negative in etwas Positives umzuwandeln. So, das Negative überhaupt loszulassen. Eigentlich kann es ganz einfach sein, denn das Universum hält viele Wunscherfüllungen bereit. Beginne zuerst mit kleinen Dingen, damit du deinen Verstand durch kleinere Erfolge mit der Möglichkeit des Wunsches überzeugen bzw. oder zum Beispiel ich bin gesund und nicht mit dem Satz ich will gesund sein. Die Worte nicht und kein gibt es auch nicht bei diesen Wünschen. Ich gebe euch jetzt einen kleinen Wegweiser für eure Wunschbestellung. Formuliere deinen Wunsch richtig in der Form der Gegenwart. Knapp, klar und präzise. Notiere deinen Wunsch auf einem Blatt Papier. Vergiss nicht zu danken, denn mit dem Dank vermehrt sich das Gute, das du bereits hast. Das ist gleichzusetzen mit dem Amen eines Gebetes. Vertraue und zweifle nicht. Vertraue und zweifle nicht, denn Zweifel rufen den Wunsch wieder zurück. Wie zum Beispiel, es funktioniert ohnehin nicht. Wer kein Vertrauen auf den Erfolg hat, der wird auch keinen Erfolg ernten oder haben. Sei offen für den Zufall. Oft werden Wünsche erfüllt, die du für unmöglich gehalten hast. Das Universum sucht sich immer den leichtesten und schnellsten Weg aus, den wir aber nicht kennen. Wünschen ist eine Frage der Energie und du wirst dahin geführt, wo das Gewünschte zu finden ist. Das ist Intuition. Damit brauchst du nichts anderes zu tun, als nachzugeben, daran zu glauben. Und du spürst, es fühlt sich für dich gut an, wundervoll. Dann ist der Glaube stark in dir. Bevor du dir etwas wünschst, solltest du dir im Klaren sein, was du tatsächlich benötigst. Und nicht das, weil es andere haben. Also, was sind deine Wünsche und deine Sehnsüchte? Mit welchen Wünschen kannst du dich selbst glücklich machen? Kommst du aber nicht alleine zurecht, dann helfe ich dir gern. Ruf mich einfach an. Ich erkläre dir, wie es geht. Meine Telefonnummer findest du hier unten. In lichtvoller Liebe, eure Diria.